Der Moment der Wahrheit. Ich kann den Feuerring schon sehen. Und der ägyptische Gott meldet sich. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Hä? Was? Achtung, es wird sehr laut. Bitte machen Sie Ihr Endgerät leiser. Es kann zu Hörschäden kommen. Die Senders! Ja, Leute, wir spielen heute wieder eine Runde Die Senders, lange nicht mehr gesehen und sind wieder an den Favelas unterwegs. Die One Life Challenge geht weiter und wir werden probieren, mit einem Leben durch die Favelas durchzukommen. Leute, wenn ihr Bock auf das Format habt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich wünsche euch viel Spaß. Fetter Kuss geht raus und wir sehen uns drin. Leute, wir setzen natürlich die Sportsonnenbrille auf und müssen uns auf die Socken machen. Ich würde sagen, es geht los. Erreiche das Ziel, ohne Beschleunigung loszulassen. Jedes Mal derselbe Scheiß. Letzter Versuch. Ich habe ein paar Boni gesammelt, weil ich die letzte Map nochmal spielen musste, damit wir überhaupt hier sind. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ganz entspannt durch die Map fahren. Und die Brasilianer hier... Wow. Okay. Den Brasilianern hier einmal Hallo sagen. Yo, ich bin's, der Denno, und ich ziehe mit den Senders gerade ein bisschen durch. Leute, ich bin gespannt, ob wir es bis zum Ende schaffen und wer von euch vielleicht schon mal die Favela-Folge gesehen hat, es wartet ein legendärer Statuersprung auf uns. Und was ich tatsächlich auch noch mitbekommen habe, es gibt ein geheimes Vulkanlevel in der ersten Stage. Dafür muss man jedes Feuerlevel spielen auf jeder Map und dann durch den Feuerring durchspringen auf der Map. Das bedeutet insofern, wir sind am Arsch. Wenn ihr dieses Level sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall jetzt in die Kommentare, Leute. Wir nehmen jetzt erstmal die entspannte Sonnenbrille, gucken mal, wie es hier ausschaut. Och, nö, ne? Wow. Das war ja nicht mal eine. Alter, Leute, die Map wird so richtig schwer. Da ahne ich wirklich Böses. Nein! Ach, ich bin so ein Idiot! Oh, Digga. Also, das war ja wohl das Allerschlimmste, was uns passieren konnte, oder was? Jetzt aber nochmal Sportsonnenbrille auf, Leute. Und wir gehen nochmal rein. Wir sollen das Ziel ohne Bremsen erreichen. Ah, ja. Also, wir gucken mal, wie es läuft. Ich werde hier so ein bisschen diesen kleinen Trick hier anwenden, damit wir... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist ja geisteskrank. Oh, nee, Leute. Wie willst du das machen? Erzähl mal, Digga. Die Senders. So, Leute. Mit der Sportsonnenbrille und der Aufgabe, mache einen doppelten Rückwärtssalto, sind wir jetzt hier auf jeden Fall am Start. Sehe ich schwierig. Also, da wäre es möglich gewesen. Tatsächlich wäre das hier sogar schon möglich gewesen. Egal, Leute. Wir fahren jetzt erstmal durch. Und ich wollte natürlich eben die Favelas nur mal austesten. Ja, lassen wir das. Also, Favelas hier deutlich schwieriger als viele andere Maps. Und ja, jawohl, Leute. Wir haben den doppelten Rückwärtssalto. Das heißt, der Leben ist schon da. Wir müssen ihn nur noch abholen. Ich fahre die Map also recht entspannt, damit wir uns erstmal ein entspanntes Polster aufbauen können. Und ich vor allem auch einmal ein bisschen risikofreudiger an die Map rangehen kann. Ich schätze mal, wir werden sie jetzt easy in dem Durchlauf schaffen. Da ist auch schon das Ziel und wir holen uns das Leben zurück. Boah. Bruder, was ist denn da mit dem Fahrrad los? Digga, was machst du da denn? Erreiche das Ziel ohne zu bremsen. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Ich habe schon gesehen, wie tief es hier runter geht. Keine Ahnung, wie wir das jetzt machen. Ich muss den Bremsknopf... Ich muss ihn halten. Ja, hier. Hier schon, tut mir leid. Also Leute, das war schon einfach viel zu gefährlich. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir das Ganze hier vielleicht sogar unbeschadet schaffen. Das heißt, Risiko, Sprungabwägung muss kommen. Das Ding fahren wir also erstmal nur zu Ende, holen uns hier den Leben ab, haben dann aber auf jeden Fall schon zwei. Und wie ich gerade sehe, wir haben schon ein Crewmitglied freigeschaltet. So Leute, weiter geht's. Runter. Ach, Gott im Himmel. So, komm jetzt. Und lockeres Ding rein. Da unten ist das Ziel. Ich rieche es schon. Ja, da ist es. Und wir kriegen einen Leben wieder. Schnellere Saldusumdrehung verbessert deine Balance, wenn du auf einem Rad fährst. Leute, ich sag mal so, ne?
Vielleicht können wir hier noch ein entspanntes Ziel vollmachen. Erreiche das Ziel innerhalb von 55 Sekunden. Oh, Leute. Das ist ein Fall für die Sportsonnenbrille. Und wir ziehen durch. 55 Sekunden. Wir haben nur noch 50 Sekunden. Ja, moin. Okay, wir gucken, dass wir das hinkriegen. Ich würde den Leben eigentlich auch ganz gerne mitnehmen. Mit 3 wären wir hier sogar sehr gut bedient. Und ich gebe jetzt einfach erstmal Stoff. Hier nehmen wir den entspannten Jump. Oh, vorsichtig. Ja, entspannt. Sehr gut, war doch ein entspannter Jump. Weiter geht's nach vorne, drehen hier einmal ein und zack, das Ding haben wir auch. Jetzt geht's übers Haus. Wow, okay, wir sind auf dem Brasilianerhaus gewesen. Rooftopped haben wir dafür bekommen. Entspannter Aal, tut mir leid, Digga, dass dein Wellblechdach jetzt kaputt ist. Aber ich musste den Sprung hier landen. 15 Sekunden haben wir noch. Ich glaube, ich habe das Ziel hier gerade hinter diesem Haus gesehen. Jetzt müssen wir wirklich ein bisschen abkürzungsmäßig fahren. Aber es sieht gut aus und wir sind drin. Noch ein Leben. Ah, läuft doch. Digga, läuft. So, Leute. Wir wollen natürlich auch mal ein paar Tricks machen. Deswegen nehmen wir die Style-Sonnenbrille und fahren jetzt hier ganz straight ein paar Bahnen durch. Sei 6 Sekunden in der Luft. Oh, das trifft sich gut. Oh, habt ihr das gesehen? Was hat er denn da gemacht? Das war ja wohl der 360-720 Kerzenmacher, Alter. Moin. Also ich bin hier ein bisschen zu risky gerade vorgegangen. Eine Sekunde haben wir auf jeden Fall. Wir müssen einmal gucken, Digga, dass wir das hier jetzt... Oh, rooftopped. Rooftopped. Boah. Sehr gut. Und Backflip runter. Und jetzt kommt hier nochmal ein entspannter 360. Vorsichtig. Sehr gut. Wir müssen natürlich auch immer einplanen, wenn wir landen, dass wir in die richtige Direction reinfliegen. Hier können wir jetzt nochmal gut Punkte sammeln. Vorsicht, er ist oben gelandet. Nochmal ein bisschen Zeit nehmen. Okay, die 6 Sekunden sollen wir eigentlich locker durchhaben. Das heißt, hier mit dem Leben sind wir ganz entspannt davor und tanken uns höchstwahrscheinlich wieder auf 3 Leben hoch. Hier jetzt, oh, da wäre vielleicht sogar ein Doppelter drin gewesen, weiß ich nicht. Wollte nicht risky gehen, weil ich auch nicht einschätzen kann, wie der Sprung nachher wird. Und Leute, wir müssen natürlich auch immer, und das ist ja das ganz Wichtigste, wir müssen immer das Feuerlevel einplanen. Ne? Wenn das Feuerlevel hier kommt... Ja, dann sieht's kritisch aus. Leute, dann sieht's richtig kritisch aus. Okay, rein da. Easy going. Oh, nee. Apropos Feuerlevel. Oh, nein. Okay, Leute. Scheiße. Das wollte ich doch nicht spielen. Leute, dieses Feuerlevel ist... mach einen doppelten Rückwärtssalto. Okay, also wenn wir da mit dem Leben rauskommen, Leute... Wenn wir ein Leben plus kriegen auf dieser Map hier, ne? Ey, dann müsst ihr auf jeden Fall ein Abo reinschallern und das Video euren Kollegen zeigen. Ich sag's ehrlich, das ist eine Wette. Wenn nicht, dann, ja, werde ich wohl demnächst noch eine Descenders-Folge bringen müssen, weil ich dann immer noch Abo-broke bin. So, hier. Nein! Und ich habe die Wette verloren. Och Gott. Ach, Leute. Ich bin so schlecht in dem Spiel. So hätte ich das machen müssen. Och nee, ey. Mir hat so ein bisschen da was gefehlt. Aber gut, so ist das manchmal, Leute. Man verzockt sich hier. Wir gehen auch hier wieder mit einem Leben erstmal auf der Bank zumindest. Ja, in die Verlängerung. Wenn wir jetzt hier auch kein weiteren Leben verlieren, dann war es das eigentlich alles auch schon wirklich wert. Weil das Feuerlevel ja auch dafür bekannt ist, dass da nicht nur ein mieser Trick ist, so wie jetzt gerade, sondern tatsächlich auch noch ein zweiter, manchmal sogar noch ein dritter kommt. Aber... Bisher alles nur... Okay, hier ist noch ein bisschen was los. Hier ist noch ein bisschen was los. Wir nehmen den ganz entspannt. So, weiter geht's. Und das Level ist vor allem auch immer recht lang. Ne? Wir müssen also echt viel surviven hier. Und kann immer viel schief gehen. Aber in diesem Fall gehen wir rein in die Favelas. So, erstmal ein bisschen entspannen. 2 Saltos machen, Leute. Da würde ich sagen... Ja, gut. 2 Saltos. Können wir eigentlich nochmal die Tricksonnenbrille aufsetzen, oder? Oh, oh, ja, ja. Okay, also 2 Saltos machen. Sehe ich sehr entspannt. Könnten uns sogar auf 4 Leben wieder hochtanken. Machen wir auch. Also rein da jetzt. Dip, dip, dip. Hier vorne. Da ist der erste Salto drin. Den haben wir auch easy mit rausgenommen. Einen müssen wir noch. Den machen wir direkt hier. Hoch da. Und das Ding ist auch durch. Und jetzt können wir vielleicht nochmal einen geilen 360 machen. Hier müssen wir halt gucken. Oh, sehr schön. 360, clean landing. Und hoch. Aufs Table. Roof. Auch entspannt. Zack. 360 wieder runter und weiter geht's. Also ordentlich Punkte gesammelt. Das Ding war halt ein ganz entspannter Aal.
Und ja, der Typ ist nicht mehr so entspannt. Wir werden jetzt auf Ultra-Lichtgeschwindigkeitstempo erhöhen und hier richtig durchböllern. Pass mal auf, da nehmen wir die erste mit und hier nehmen wir die zweite mit und das langt. Leute, hier haben wir sogar jetzt einen Vorsprung auf 5 Leben ausgebaut. Alter Schwede, das feiere ich natürlich mega. Und wir gucken halt mal, wie es insgesamt läuft. Oh, komm, Digga. Für den Endgegnersprung 5 Leben, ich sag mal so. Da müsste schon eine ganze Menge schief gehen, dass wir das nicht packen. Aber der Feuerring ist jetzt da, dadurch, dass wir das Feuerlevel mitgenommen haben. Und es ist Zeit für den ägyptischen Gott. Der Moment der Wahrheit. Ich kann den Feuerring schon sehen. Und der ägyptische Gott meldet sich. Wir haben einen der gefährlichsten Sprünge in ganz Descenders vor uns. Guckt euch diese Strecke an, Leute. Guckt euch diese Strecke an. Oh, das sieht sehr krass aus. Und den Feuersprung, Alter, den Ring da oben mitzunehmen. Das kriegt nur eine Person hin. Und das bin ich. Let's go, Leute. Wir gehen rein und machen uns auf die Socken zum Feuerring. Müssen auf jeden Fall in der Map jetzt erstmal ordentlich ein bisschen durchfahren. Und es wäre halt schlecht, wenn wir hier an der Stelle ein Leben verzocken. Es sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen. Hier so mit dem Sonnenuntergang. Also mega nicer Sprung. Das wäre auf jeden Fall ein dicker Aal, würde ich mal sagen. Aber wenn ich den clean schaffe, Leute, wir holen die Wette raus. Doppel oder nix. Wenn ich den clean schaffe, dann müsst ihr definitiv das Abo reinzünden. Und wir sind schon mittendrin. Ägyptischer Gott, mach dich bereit durch den Feuersprung. Boah, Bruder, das wird wild. Das wird richtig wild. Wow, der Feuerring. Nein, ich bin so am Ass. 2 Leben verloren. Alter, nee. Okay. Wir müssen weniger Tempo fahren. Das heißt, wir müssen den Sprung etwas besser einstufen. Denn würde ich sagen, fangen wir direkt hier unten gleich damit an. Ja, hier. Hier ist gut. Rückwärts. Wir sind mittendrauf. Wir waren doch auf dem Helm, du Otto. Och, Digga, Mann. Leute, Sprung hier gut eingeschätzt. Aber jetzt. Also wir fahren bis nach vorne ran. Bis nach vorne zur Corner hier. Und dann jumpen wir das Ding hoch, ne? Jetzt. Jetzt jumpen wir das Ding hoch. Jetzt hier. Jetzt jumpen wir es hoch. Komm. Auf dem Helm. Und wir sind auch wieder RIP. Leute, wir haben nur noch 2 Leben. Also es wäre richtig schade, wenn ich das jetzt hier nicht schaffe. Weil ich sage ganz ehrlich, also eigentlich muss der Aal jetzt laufen. Ich gebe jetzt gut Stoff. Ich gebe jetzt gut Stoff. Wir ziehen durch. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Pace. Wir sind durch den Feuerring. Bäh. Und zu langsam. Och, halt's Maul, Alter. Oh, Leute. Letzter Versuch. Der ägyptische Gott gibt mir die Macht. Oh, Leute. Ich hab Schiss. Und die Flugkorrektur, die ist so anstrengend. Okay. Also der Feuerring, ne? Der ist ja wohl richtig lost. Das war's mit einer weiteren Folge von Descenders, wo ich wieder reingesackt habe. Danke fürs Gucken. Absoluter Schmutz. Und ja. Lasst ein Like da oder so. Denno out.